Ich erstelle jetzt eine Squeeze-Page für den User, damit er sich zu einem Freebie, zu einem Geschenk anmelden kann. Die Squeeze-Page ist dafür diese bestimmte Extra-Seite. Sie wird auch oft als Landing-Page bezeichnet. Ich arbeite hier lieber mit der noch spezielleren Formulierung Squeeze-Page, um so den Unterschied zur Landingpage, die für mehrere Formulierungen steht, zu unterscheiden. Ich habe mich jetzt hier eingeloggt in meinen Account und gehe jetzt entweder über Landingpage erstellen oder über das Menü. Hier kann ich dann auch über Landingpage erstellen gehen. Ich erstelle jetzt mit dieser Vorlage eine Squeeze-Page. Kurz angeklickt und habe hier die verschiedenen Vorlagen. Ich habe meine Vorlagen, die ich selber gespeichert habe, dann über alle Vorlagen, die Anmeldung, Registrierung, Angebot, Downloads, Verkaufen über mich, Webinare, Dankeseiten und Feiertage, sodass ich mir die Vorlage auswählen kann, die für mich in dem Fall die günstige ist, die zutreffend ist. Und zwar biete ich ja einen Spezialreport an, den sich der User dann downloaden kann. Deshalb wähle ich die Vorauswahl Downloads und suche mir jetzt eine Vorlage aus mit einer hohen Conversion Rate. Die Vorlagen sind praktisch schon getestet. Und ich kann hier verschiedene Vorlagen auswählen für Marketing, Online-Learning, Thanksgiving, also spezielle Events oder dann eine freie Vorlage, E-Business-Tipps, dann für einen Report für Weihnachten. Und so kann man hier diese ganze Vorlagen durchscrollen, raussuchen. Hier nochmal eine, die ganz gut zutreffen würde. Und ja, also da findet sich garantiert eine Vorlage. Hier nochmal die Free Copy mit einem anderen Farblayout. Dann nochmal hier eine Weihnachtsvorlage, Thanksgiving und ja, Holiday, also Ferien für verschiedene Branchen. Und ich habe schon natürlich in der Vorauswahl mal geschaut und wähle diese Vorlage aus. Allerdings ist diese grün. Hier oben hatte ich die nochmal in blau. Genau. Da klicke ich dann einfach auf Vorlage auswählen und habe dann hier die Vorlage und vergebe erstmal der Vorlage einen Namen und zwar E-Mail Marketing Spezialreport. Und habe dann hier die Vorlage und klicke dann auf Verwenden und kann hier gleichzeitig noch in dieser Verbindung die Danke-Seite mit erstellen und das macht mir das Arbeiten damit natürlich wesentlich einfacher. Habe hier auch sogar schon die Grafikelemente integriert, die ich dann brauche. Und ja, dann kann es ganz einfach losgehen. Klicke auf Verwenden und das System lädt einen kleinen Moment und habe jetzt die Vorlage hier mir reingeholt und dann schauen wir noch mal kurz auf die Squeeze-Page-Elemente. Also ich brauche eine Headline, eine Überschrift, eine Schlagzeile, um die Neugier zu erzielen, die Aufmerksamkeit, dann noch mal eine Subheadline, um die Aufmerksamkeit oder die Neugier zu verstärken, natürlich den Köder mit einem professionellen Cover, das habe ich schon erstellt. Der Nutzen des Freebies sollte mit 3 oder 5 Aufzählungen nochmal unterstrichen werden. Die optischen Elemente, das ist ja das Cover und die Pfeile, die wir vor uns gesehen haben.
das Opt-in-Feld, also das Anmeldefeld zum Eintragen, dann die Handlungsaufforderung, um dann zu sagen, ladet ihr den Report runter, lieber User, und eventuell als optionale Funktion dann nochmal Referenzen, wenn man Kundenmeinungen hat, oder dann die Response, also die Verbreitung in den sozialen Netzwerken, was ebenfalls optional ist. So, dann gehen wir ganz einfach hier rein. Ich klicke hier auf das vorgefasste Feld und setze dann ganz einfach hier meine vorbereiteten Texte ein. In dem Fall habe ich hier den Text einfach kopieren, wieder reingehen und dann mit String V rein und mache dann das erstmal noch hier kleiner, damit ich das auch insgesamt sehe. Gerade das Spezialreport lösche natürlich dann den Vorlagentext raus. Gerade das Spezialreport. Hier kann ich dann nochmal eingeben, kostenlos in dem Fall, kostenlos. Das mache ich natürlich auch dann entsprechend wieder kleiner, damit das alles gut zu lesen ist. Und zwar in einer Zeile, gehen wir auf 30 runter. Und jetzt kann ich hier schon mal eine Handlungsaufforderung einfügen. Jetzt herunterladen. Oder was habe ich hier vorbereitet? In meiner Textbox jetzt eintragen und durchstarten. Kopieren und dann wieder einfügen. String V, das mache ich natürlich dann auch wieder kleiner oder trage hier dann gleich die Schriftgröße ein. Welche Schriftgröße haben wir hier? 43, da kann ich mal vielleicht noch ein Stück nach oben gehen, 45. Und das müsste natürlich dann auch kleiner sein. Also probiere ich es mal mit 30. Jawohl, dann habe ich hier eine Zeile. Diesen Textbaustein kann ich mir dann auch raussuchen. Das ist dann hier dieser beispielsweise, den ich auch schon vorbereitet habe. Also die Textbausteine sollte man wirklich vorher vorbereiten und dann wieder das Markieren, Entfernen, Taste und String V eintragen. Und dann kann ich das hier nochmal markieren und gehe hier auf diese Schriftbreite und klicke dann nochmal hier etwas kleiner und dann habe ich das auch ganz gut hier grafisch dargestellt. Mache das vielleicht nochmal fett. Den Abstand zwischen den Zeilen mache ich dann noch etwas größer. Habe dann hier die grafischen Pfeile, Top Secret, also geheim, die E-Mail-Adresse und klicke dann hier diese Bullet Points an, also die Nutzen. Und die hole ich mir dann wieder. Die habe ich hier schon vorbereitet, Bullet Points, wie du diese einfachen 5 Schritte umsetzt, kopieren und wieder dann String V. Und den nächsten Punkt hole ich mir dann wieder rein, wieder markiert, String C, entfernen, String V, eintragen. Dann muss ich natürlich hier sehen, dass das ein bisschen eng wird. Dann klicke ich ganz einfach hier auf 18. Von der Schriftgröße her und markiere das halt. Markiere das wieder, entfernen, hole mir dann
den nächsten Punkt rein, wieder String V einfügen, wieder Entferntaste und markiere das dann wieder String V und wieder einfügen und hier wieder genau beim Punkt 5 kopieren. Also kopieren und einfügen, das dürfte inzwischen jeder wissen, wie das im Internet funktioniert. Hier gehe ich dann wieder auf 18 und schon habe ich die 5 Punkte hier eingefügt mit 1, 2, 3, 4, 5. Man kann das jetzt auch nochmal hier anders gestalten, indem man ja diese Zahlen weglässt. Ich lasse das mal hier und ich denke mal, selbst wenn ich hier diese Doppelklick nochmal auf 18 runtergehe, damit ich hier die gleiche Schriftgröße habe. Hier habe ich es schon. Dann passt das. Dann habe ich hier die E-Mail-Adresse, die E-Mail, den Vornamen als Eintragefeld. Und hier setze ich natürlich dann rein die Aufforderung, die Handlungsaufforderung und die nehme ich dann den Report, Spezialreport kopieren und dann auch mit String V wieder einfügen und dann anfordern und hier gehe ich nochmal auf, mache ich entweder breiter. Jawohl, da passt das. Scroll dann nach unten und kann hier dann nochmal einen Verstärker einsetzen. Und da nehme ich ganz einfach den, wo habe ich denn hier? Ach ja, das ist praktisch dann die Subhead. Und da nehme ich dann hier das auch wieder raus, kopiere das hier rein, String V, das mache ich natürlich auch wieder kleiner, damit das in einer Zeile ist und hier dann nochmal diesen Verstärker Text, das rein kopiert, das ist natürlich dann auch wieder von der Schriftgröße. Muss ich das kleiner machen als oben. Eins kann ich noch dazufügen. Und dann kann ich hier meinen Namen eintragen. In dem Fall genau. Mach das dann auch ein bisschen kleiner. Und dann vielleicht noch die Bezeichnung Online Marketing Experte. Hier schreibe ich ganz einfach meinen Namen noch rein. Halt das ein Bild. Dann nehme ich das Bild raus. Und zwar klicke ich hier auf dieses Löschsymbol. Hol mir dann hier noch das Bild von mir rein und da gehe ich ganz einfach hier auf den kleinen Button, meine Dateien, mein Passbild, sage ich mal, reinholen und schon habe ich das drin, das schiebe ich dann noch ein Stückchen hoch, dass das passt. Hier kann ich natürlich auch sagen, okay, ich nehme dann das Bild, das ändere ich. Und das Bild habe ich noch nicht hochgeladen in meinen Account. So gehe ich hier auf Daten hinzufügen und sage dann ganz einfach auswählen vom Computer und hole mir dann entsprechend
das Foto herein, das Cover, klicke dann hier auf Hinzufügen. Und sagt dann, jawohl, das Bild will ich verwenden. Macht das dann dementsprechend etwas kleiner und schiebt das dann hier an die entsprechende Stelle hin. Dann kann ich es nochmal größer machen. Ja, und so habe ich das Cover ganz einfach mit eingefügt. Und hier ist dann praktisch schon das entsprechende ausgefüllt. Damit habe ich die Squeeze-Page soweit erledigt und kann jetzt ganz einfach erstmal auf Speichern klicken. Und mir dann das in der mobilen Funktion nochmal anschauen. Das sieht dann so aus. Und wenn ich nur die mobile Funktion habe, dann muss ich das oder kann ich das anpassen. Aber man sieht hier, das ist ja auch schon gut gelungen in der E-Mail-Software. Gehe ich wieder zurück auf Desktop-Funktion. Das wird kostenlos. Mache ich noch ein Stück runter. Gehe dann nochmal kurz auf Speichern. Und schaue mir jetzt die Vorschau im Desktop an, in der Desktop-Variante. Und gerade das Spezialreport jetzt eintragen. Das mache ich dann auch noch ein Stückchen runter. Also hier diesen Abstand, den verringere ich dann noch. Dann habe ich hier die Formulierung, den Hauptnutzen, den Teilnutzen nochmal aufgezählt und die Grafikelemente plus das Anmeldefeld. Und hier unten habe ich dann das Cover für den Download, für das Geschenk angelegt. Man kann natürlich das Cover dann in einer anderen Variante auch weiter nach oben schieben. Aber lassen wir das erstmals bei dieser Variante und gehe dann hier wieder zurück auf die Bearbeitungsseite. Vielleicht hier noch ein kurzer Hinweis. Wenn ich hier auf Vorschau klicke, dann öffnet sich im Browser ein neuer Tab und ich kann dann in die Bearbeitungsseite in dem alten, muss ich in den alten Tab wieder zurückgehen. Ich kann jetzt hier auf das Plus drücken und erstelle damit eine Variante B und habe sofort einen Split-AB-Test hier eingerichtet und sagt dann ganz einfach, all das wollte ich sowieso noch nach unten ziehen. Jetzt eintragen, durchstarten und die Testvariante, mit der man immer beginnen sollte, ist ganz einfach die Headline erstmal gegeneinander testen. Hier habe ich Variante A, das ziehe ich auch noch ein Stückchen runter, und beginne dann mit der Variante B mit einer anderen Headline. Spezialreport, da lasse ich mal das Gratis ganz einfach weg und ändere das hier nochmal etwas anders, schiebt das kostenlos mal ein Stückchen nach hier rein, nochmal kurz geklickt, etwas breiter, dass es so passt und nehme dann hier statt kostenlos jetzt gratis. Schiebe das mal noch ein Stückchen nach oben. Und damit ich hier nicht zweimal jetzt habe, nehme ich hier
noch sofort eintragen und durchstarten. Und damit habe ich jetzt in der Headline zwar mehrere Änderungen gemacht, aber das Hauptelement kann ich jetzt ganz einfach gegeneinander testen. Jetzt noch mal ein bisschen hier rüberschieben, dass das ein bisschen mittig ist. So, damit habe ich Variante A, Variante B und die werden dann automatisch gegeneinander getestet. Und jetzt erstelle ich anschließend gleich noch die Danke-Seite zu dieser Squeeze-Page hinzu. Das ist die Seite, auf die der User gelenkt wird, wenn er den Bestätigungslink in seiner E-Mail angeklickt hat, den Bestätigungslink, wo er bestätigt, okay, jawohl, ich habe den Report in diesem Fall angefordert, klicke hier auf Danke Seite und dann schauen wir mal kurz nach. Das habe ich hier noch gar nicht weiter vorbereitet. So, das wären dann die Elemente für die Danke-Seite. Also der User erhält diese E-Mail mit einem Bestätigungslink. Er soll den Bestätigungslink klicken, das muss ich ihm sagen, wegen dem Doppelt-Opt-In-Verfahren und ihm sagen, dass er dann anschließend sein Freebie erhält. Ich habe hier diese Textelemente ganz einfach vorbereitet und zwar dieses Vielen Dank. Das kann man dann beispielsweise nochmal unterschiedlich gestalten. Kurz vielen Dank. Wieder mit String V. Und hier machen wir auch nicht allzu viel Senf draus. Da nehmen wir ganz einfach das Stück. String C. Trag das dann hier ein. Und das können wir dann noch ein bisschen halt, hier habe ich einen Fehler angefordert hast. Das kann man dann auch noch mal so etwas schöner gestalten. Jetzt eine E-Mail mit dem Bestätigungslink. Diese Information gebe ich ihm noch. Runter und dann noch die Informationen, dass er halt erstmal, dass er auf den Link klicken soll und wieder bestätigen. Hey, habe ich aber auf die schnelle paar Rechtschreibfehler. Bestätigungslink bestätigen. Okay. Und dann den Hinweis, dass er den Download-Link bekommt. Das hier nehme ich ganz einfach mal raus. Hier kann ich dann noch mal die Das, das, die Grafik ändern, das Cover einsetzen, was dazu passt. Und dann muss ich hier sehen, dass hier halt linke Maustaste festhalten, nach unten ziehen und dann hier löschen. Das habe ich dann hier. Und na, das hätte ich vorher löschen sollen. Dann ziehe ich ganz einfach das nochmal hier zur Seite weg. Kann ich das anklicken, löschen. Klick hier nochmal drauf. Das ist das Cover. Nehmen wir mal zur Seite. Und jetzt kann ich das hier nochmal breit ziehen, sodass das passt. Das gebe ich dann nochmal eine Etage tiefer und integriere dann nochmal hier
das Cover als Erinnerung zum Download. Und jetzt kann man natürlich auch noch hier den Download-Link halt. Jetzt ist es mittig, Screen. Als Download-Link kann man hier nochmal sagen, okay, hier kann er sich das herunterladen, indem man ganz einfach hier diesen Button einfügt oder hier auf das Symbol klickt und die URL mit dem Download-Link angibt und dann im neuen Fenster öffnet. Also ich kann jetzt hier die URL eingeben. Die habe ich noch nicht erstellt, aber das dürfte dann sicherlich auch relativ einfach sein. Was ich dann eventuell noch empfehlen kann, ist, wobei sich bisher, glaube ich, gar kein Datenschützer daran groß gestoßen hat, hier dann nochmal ein Feld einzufügen. Noch, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, sondern hier ganz einfach ein Textfeld einfügen, wo man dann ganz einfach nochmal das Impressum und den Datenschutz reinschreibt, natürlich relativ klein. Und dann hier auch nochmal jeweils den Link draufsetzt zu seinem Impressum einfach markieren, dann hier auf das Symbol klicken, Typ Webadresse, dann kann man hier ganz einfach ja eintragen und dann in dem Fall, na, wo habe ich es? Ja, und dann hier den vorbereiteten Link wieder String C und hier dann einsetzen. Impressum. Okay. Und das gleiche dann nochmal die Webadresse von der Datenschutz. Seite, String C und dann hier halt hier rein, String V einsetzen und dann Datenschutz auf OK klicken und dann natürlich speichern. Und hier über diese Einstellungen sieht man dann den Titel. Hier kann ich noch eine Beschreibung hintersetzen. Den Cookie-Hinweis kann ich noch anklicken aus Datenschutzgründen. Jetzt gehe ich nochmal auf Speichern. Ich bin immer ein Freund davon, das mehrmals zu speichern aus Gründen der Erfahrung. Hier kann ich dann noch das ein bisschen nach unten schieben. Dann muss ich natürlich den Datenschutz und den Impressum ebenfalls nach unten schieben, sodass ich hier das ganze Cover nochmal möglichst in seiner vollen Breite, in seiner vollen Größe darstellen kann. Kann das dann noch jeweils ein bisschen mittig platzieren, je nachdem, wie ich will. So, das war das Erstellen der Squeeze Page mit der A-Seite, der B-Seite als Split-Test, als AB-Test-Variante plus der Danke-Seite. Ich hoffe, das hat soweit gefallen und damit bin ich hier fertig mit diesem Video. Achso, was ich noch, hol, stopp, 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 speichern und beenden, dann noch gehen. Der nächste Schritt kommt dann in einem anderen Video. Also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.